bis zum Wasser. Sehr schön. So. Lauf. Sniper-Türme. Hätte ich keine Munition hier. Ich setze trotzdem einen Sniper-Turm mit 2 Schuss hier hin. Weil das ein wenig helfen könnte. So. Okay. Das wäre gemacht. Folgt dem Ding hier. Jetzt zurück zu dem einen Spawner, den ich angeschossen habe. Mit hoffentlich diesmal genug Flammenwerfer-Munition. Ich denke, ich mache einen kurzen Abstecher zu der Flammenwerfer-Munitionsherstellungsgeschichte da und mache das ganze Inventar voll mit Napalm-Tanks. Oh, und hier bitte einmal dich neu setzen. Ja, war wieder hier und da wurde auch was vernichtet. Was war das? Ich glaube, ein Hochrohr. So eins. Spricht ebenfalls wieder für die Theorie, dass da, wo am meisten... Dass da, wo am meisten Smog generiert wird... Und ich hole kurz Sauerstoff. Wo am meisten Smog generiert wird, die häufiger aus dem Boden rausbrechen. So, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Du kannst weg, du bist leer. Ihr habt alle keine Kohle. Das wollte ich auch noch machen. Hatte ich aber abermals vergessen. Und zwar das hier nachfüllen. Mit eigentlich viel Kohle. Aber ich denke, die da unten werden das schon Wupp kriegen. Das heißt, das ignoriere ich kurz. Zack. Ah, oh, ne, du stehst noch. Okay. Also hat Koryo tut das, was es tun soll. Es hält einen auf Trab. Gerade mit der unten drunter Buddel-Geschichte. Bin gespannt, was da noch so alles kommt. Gerade was Fliegeeinheiten angeht und dergleichen. Und es hat sich nicht regeneriert. Warum nicht? Der Turm hat nicht drauf geschossen, aber vielleicht, weil der Turm in der Nähe war. Ist das Exploiten? Ja, nein. Meinung? Also ich werde es nicht nochmal machen, solange ich nicht genau was weiß. Weil es war eigentlich mein Fehler, dass ich nicht drauf geachtet habe. Genug Munition mitzunehmen. So, was haben wir da? Ein Pool? Eier? Und es ist zu weit weg von der Basis. Ja, nee. Denn die haben Hydralisken früher hergestellt. Das weiß ich noch. Ich guck mal jetzt, was da rauskommt. Splush. Hydralisken. Ja, sauber. Wie geil. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also ja, es ist halt ein bisschen komisch, dass er die ganzen Sachen genommen hat. Und es ist so eine Copyright-Sache, ob das okay ist. Aber ich finde es einfach cool, dass wir jetzt wirklich gegen Zerg kämpfen und dass sie sich hier ausbreiten. Es fehlt eigentlich nur noch der Creeper-Schleim. So, Robotics war das nächste, richtig? 300. Ja, ist teuer. Wird eine Weile dauern. Raketenwerfer. Haben wir schon Raketen? Raketen können wir herstellen, richtig? Ja komm, bauen wir einen Raketenwerfer. Damit dürfte Spawner angreifen auch noch interessant werden. Was jetzt? Kohle holen. Dazu muss ich die Munition aber erstmal wieder verstauen. Das heißt, ich schmeiße irgendwo eine Kiste hin. Für Krams. Die ich irgendwann mal aussortieren werde. Blaue Chips, bessere Radarschüsse. Nee, ist zu teuer. Akkus. Ja, Akkus hätte ich gerne. Erforsche erstmal die Akkus. So, Kiste mit Krams. Tu Holz rein, tu das rein, das rein, das rein. Dinge, die wir nicht unbedingt brauchen. Ich habe nur einen Stahl, das ist nicht gut. Ja, und das war es auch schon mit Dingen, die wir nicht unbedingt brauchen. Okay. Abfolge. Erst Kohle. Kohle abliefern. Dann Sniper-Munition holen. Sniper-Munition unten hinbringen, um die ganzen anderen Gebiete auch noch zu sichern. Und dann gucke ich weiter. Und ich habe das jetzt... Ja, ich habe wirklich nur ein einziges Alien-Artefakt bekommen. Ah, es ist mau. Echt mau. So. Stahl. So. Ich habe jetzt nur keinen Platz, den Raketen einfach zu bauen. Dann meckert er gleich. Du. Da. Bau Raketenwerfer. Wo sind die Raketen? Die waren bei der anderen Munitionsforschung, richtig? Nein. Was? Hier ist Heavy Ammo. Da sind die Sachen drin.
Flamethrower Fuel, Heavy Armor Technology 2 ist das. RPG. Explosive führt zu 105. Ah, das ist das Ding wahrscheinlich. Sieht zumindest so aus wie der. Wie die Bazooka. Was man da reinschiebt. Oder was vorne dran ist. Ja, das wird's hoffentlich, denke ich, sein. Verschiedene Arten davon. Velcro Slows Enemy. Was machst du? Let's out three exploding robots. Abgefahrene Raketen, aber gut. Die Richtung wäre das dann. Aber einen habe ich jetzt schon gebaut, ne? Okay, ersetzt mal. Noch gar nichts damit. Nimm das so mit. So, Kohle. Wobei, so habe ich, wie ich jetzt schon hier hin und her gelaufen bin, ich glaube, ich mache das doch mal kurz anders. Ich lasse mich jetzt ablenken, aber von einer relativ wichtigen Sache. Und zwar die Kohleversorgung. Was? Wo? Oh. Dinge? Das war schnell. Ein Ärmchen wurde zerstört. Irgendwo hier. Das ist jedes Mal ein Wimmelbildspiel, da. Da. Finde den Fehler. Der war da. Genau, Kohle. Ich wollte mich ablenken lassen. Bau den Splitter. Bau den Splitter hier. Was? Da. Und jetzt brauche ich ganz, ganz viele Fließbänder. Das soll nämlich bis zu der Kiste da führen. Nimm, 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 nimm. Untergrundsbelts bräuchte ich auch noch zwei. Nimm, 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 nimm. So. Bisschen Holz schlagen, weil ich jede Folge ein bisschen Holz schlagen muss, sonst verhungern wir. Hab ich da gerade einen Mast gekappt? Tu den mal wieder hin. Wer weiß, wofür der gut war. So, hier runter, da hoch. Du, da lang. Kommen wir jetzt klar ohne weitere Untergrundbelts? Nein. Also bau noch 2, 3, 4 davon. Angriff unten. Drei Türme schießen nur. Das klingt wenig. Und es wurden 13 Mauerstücke auf einmal beschädigt. Das heißt, es sind irgendwie Kamikaze-Einheiten. Die sind schon längst tot. Muss ich mich also nicht wirklich drum kümmern. Und trotzdem wurde der Turm noch beschädigt. Wir hatten da gerade erst die Doppelmauer aufgebaut. Setz dich mal auf die Höhe. So. Zip, zip. Okay, Untergrundbelts da. Das heißt, die Kiste kann dann eigentlich weg. Oder wollen wir die als Zwischenspeicher benutzen? Ja, Zwischenspeicher klingt nicht schlecht. Das sind zwar ein bisschen doppelt gemoppelt, aber was soll's. So, das heißt, hier müsste ich jetzt in naher Zukunft nicht mehr hinlaufen, wenn ich es richtig sehe. Sofern dieser Schwung in Kohle dann ausreicht. Eigentlich könnte er wahrscheinlich das hier abkapseln, dass es nur nach oben geht, aber was soll's. Das staut sich hier schon früh genug. Also, das hätte ich gemacht. Wovon hatte ich mich jetzt ablenken lassen? Von Munition holen und runterbringen in den Südwesten, damit da auch genug Snipertürme sind. Richtig. Her damit. Flamer Fuel habe ich noch. Das ist okay. Nebenbei ein Auge darauf haben, dass alle Türme hier auch wirklich ein Ärmchen haben. Ich glaube, da könnte ich nämlich auch ein paar vergessen haben. Radarabdeckung. Radarabdeckung. Bau. Zwei Radarschüsseln. Was setzt die da unten mal hin? So, Ärmchen, 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 Ärmchen. Ja, eigentlich sollte ich meine Munition wieder weglegen, weil ich nicht... Oh, Akkus sind fertig. Ja. Ja, nee. Ich wollte gerade sagen, weil ich nicht in dieser Folge nochmal losziehen werde und was töten. Das ist gelogen. Ich werde in dieser Folge nochmal losziehen, weil ich hätte wirklich gerne den Grinder. Also ich muss noch mindestens 3 Alien-Attacke bekommen. Was nun? Origins wollte ich machen. Dazu müsste ich allerdings erstmal 50 rote Tränke dahin bringen. Ich glaube, das habe ich dabei, oder? Ja. Also, Sniper-Türme setzen. Wow. Wow. Sniper-Türme setzen. Und dann das Raumschiff versorgen. Und ich hätte gerne hier Sniper-Türme. Und zwar ein bisschen weiter hinten. So. Damit auch hier Abdeckung ist.
Hier wollte ich primär welche hinsetzen, richtig? Einen hatte ich da. Da, richtig. Einen hatte ich... Was wurde hier vernichtet? War das der Sniper-Turm? Mist. Mist. Das war ein größeres Ding. Ha. Na gut, setz da einen hin. Setz hier einen hin. Damit ist das auch schon fast alles gut abgedeckt. Ja, hier noch einen. Wobei es halt immer nur ein Schuss ist, der teilweise nicht alles one-hitten kann. Du bist ein Falscher. Du Muni. Gut, hier rote Tränke reinschmeißen. Du kriegst rote Tränke. Das ging echt schnell. 72 für die nächste Stufe. Wir haben 61 drin. Kriege ich den Rest schnell zusammengeschustert? Ja, schnell ist relativ. Hätte ich jetzt Cursed, wäre das alles kein Problem. Aber Cursed war wirklich überpowered. Bisschen schade. Aber die Idee dahinter fand ich super. Dass der Charakter, den man spielt, auch ein bisschen mehr Eigenleben bekommt und Skills und dergleichen. Es wäre schön, wenn das im Vanilla-Game auch noch kommt. Also wie gesagt, nicht so extrem, aber so ein bisschen RP-Elemente noch reinbauen. Muss ja nichts Großartiges sein. So, 72. Go. Oh, ich habe mich verrechnet. Das waren viel mehr. Du, da. Die Stufe, die ich eben gerade hatte, waren 72. Das könnte jetzt ein Ticken dauern. Wo ich gerade hier in der Nähe bin, was kann ich hier noch Sinnvolles tun? Ich kann meine Vorräte an Sauerstoff und Zeug auffüllen. Vor allem Essen ist ja ein schön großer Vorrat hier. Den ich eigentlich mal irgendwie da reinpumpen sollte. Nee. Dich reparieren könnte ich zwischendurch auch mit ein bisschen Eisen. Und Eisenblöcken. Mhm. Biomasse da reinschmeißen. Du. Go. Ah, ist echt wenig. Guck mal kurz zur Forschung. Ich such die Fischgeschichte. Allgemein den Verbrauch reduzieren wäre auch eine schöne Idee. Kostet auch nur rote Tränke. Repair Kit war fürs Auto. Medical Kit war für mich selber. Brauche aber einen extra Waffenslot. Okay. Nee. Ja, das schaltet tierisch viel frei. Advanced Oil Processing. Aber ich sehe nichts, was fischartig aussieht. Ne. Gut, okay. Lass das weiterlaufen. Und schmeiß die roten Tränke rein. Das könnte schon fast reichen, oder? Fast. Oh ne, jetzt fehlt DNA. Das ist super. Okay, also ich schmeiß jetzt die letzten roten Tränke rein. Sobald der nächste Angriff kommt, müsste DNA kommen. Und dann ist die Geschichte hier fertig, ohne dass ich nochmal hier hinlaufen muss. So war das auch geplant. Ich würde ungern noch mehr Zickzack laufen, als ich jetzt schon Zickzack laufe. Okay. Und jetzt würde ich eigentlich ganz gerne eine Basis zerstören. Allerdings habe ich die Befürchtung, dass die Türme hier oben nicht mehr genug Muni haben. Doch, das geht. Dass sie nicht genug Muni haben, dass ich eine Königin damit töten kann. Aber wie gesagt, schaut so aus. Das heißt, ich pap hier mal zwei Tore rein. Und hole jetzt wen? Die Basis da. Ich glaube, da ist da noch was. Oder habe ich da nur dieses komische Minending übergelassen? Ist da eigentlich... Nee, das ist ein Nest. Sehr schön. Ja. Schieß vor dir den Boden. Das ist eine sehr tolle Idee. Lauf. 971.4 von 1000. Ja, frisst die Bäume. Hat sogar Soundeffekte. Sehr cool. Snipertürme. Ihr habt 70er Reichweite. Go. Okay. Hoch. Bevor eine neue Königin spawnt. Lauf. Das ist dann wieder ein Artefakt. Dann hätten wir 13. Damit unten 14. Ich glaube, die Basen hier hinten sind zu weit weg. Wenn ich in die Königin dahin locke, dann respawnt eine Königin, bevor ich wieder zurück bei der Basis bin. Achso, gibt das Nest vernichten und Spawner vernichten auch? DNA?
Kann ich ja gleich sehen. Wenn die Forschung gleich fertig tickt, dann gibt's DNA. Oder wenn die Anzeige oben links schnell hochspringt. Momentan ist sie auf 0. Wegen der Forschung. Ja, Tanks werden stetig weniger. Go, go, komm. Angriff ist im Gange. Okay. Splush. Jo. Forschung ist fertig und wir haben 31 DNA bekommen. Also ja, Gebäude bringen auch DNA. Also super. Nächste Stufe allerdings wird ignoriert. Boah, ist das hoch. Ja, das ist abgefahrenes Zeug. Gut, Chemistry ist dran. Hm? Mit der Power Armor und Shields und Laufgeschichten und allem anderen auch. Ja, mach das mal. Dich hätte ich gerne. Und ich denke, bevor ich jetzt zu der Basis gehe, muss ich erstmal neue Tanks-Dinger da holen. Das klappt sonst nicht. Ah, oh, da kommt ein Angriff. Richtig schöne Welle. Jetzt haben wir da 6 Türme schießen, keiner kommt ran. So muss das sein. Ihr müsst auch neu bestückt werden mit Munition. Okay. Ich hätte gerne ein paar mehr Tore hier zwischendrin. Immer auf der Höhe von denen. Stromnetzdingern. Ja, hier staut es sich auch. Sehr gut. Und ihr braucht Kohle. Das mache ich noch kurz. Dann wird aber auch mal wieder gespeichert. So, nom nom. Nom nom nom. Was? Nicht klauen? Gut. Okay. Also, innere Sicherheit gewährleistet. Dafür gesorgt, dass die Tränke weiter produziert werden. Raumschiff repariert, Raumschiffforschung betrieben, ganz viele Snipertürme bestückt. Zwei? Habe ich gerade 2 Basen zerstört? ja, sollte ich. Und wow, haben die Radartürme eine Reichweite. Damit hätte ich jetzt so nicht gerechnet. Okay. Ja, also Basen zerstört. Und in der nächsten Folge werde ich noch 2 Basen zerstören, damit wir genug haben für den Grinder und dann noch den Grinder aufbauen. Vermutlich zusammen mit einer neuen Einschmelzanlage, weil ich habe ja schon hier 7 von den Furnissen vorbereitet. Also auch wieder Ziegel abholen, Ziegel benutzen, um Furnisse herzustellen, um Straßen zu bauen und. Wahrscheinlich auch noch einen Satz Mauern abholen, um die Doppelmauer komplett einmal rumzuziehen. Boah, komm stetig voran. Also dann, bis gleich.